Ja, guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Total War Warhammer 2, unserer wundervollen Kampagne mit den Verbannten von Nehek und ihrem grandiosen Anführer, oh, warte mal, er ist ja tot, Khatep, dem Großhierophanten von Khemri, der leider noch 4 Runden lang nicht einsatzbereit ist, da ich ihn etwas blöd hier in dieser Schlacht verloren habe. Sein Ersatzkönig Khedeskaf ist nicht ganz so gut wie er selbst, also wie Khatep. Aber trotzdem bin ich mal ganz nett zu ihm und gebe ihm noch eine weitere Einheit der Karassischer Krieger. Einfach, weil ich den Gauner so gern hab, den kleinen Ganoven. Wir können auch noch eine weitere Ushabti-Einheit uns holen. Ich meine, die Armee wird noch eine Weile da oben stehen bleiben. Ich weiß noch nicht, welche Truppen ich dafür auflösen soll. Ich glaube, Ushabti wären ganz gut. Die können sich hier recht gut durchschnetzeln durch alles. Aber wie gesagt, ich bin mir gerade unsicher, ob ich eine normale Skelettkriegereinheit auflöse oder ob ich eventuell sogar die Skelett-Speerträger hier loswerde. Problem ist natürlich, dann gibt es die Flanken. Dann ist der Flankenschutz nicht mehr ganz so groß. Dafür schnetzle ich mich im Zentrum einfach relativ gut durch, glaube ich. insofern machen wir doch einfach mal genau das. Diese Speerträgereinheit hier muss weichen für eine Ushabti-Einheit, aber ich glaube, die ist ganz gut aufgehoben hier oben in Khateps Armee. Der hat hier immer einen Nekrotekten dabei, das heißt, wir haben 3 Konstrukte in der Armee, die werden noch zahlreicher, keine Sorge. Und wir gehen über in die nächste Runde. Wahrscheinlich kommen demnächst die Echsenmenschen angerannt von Süden aus, insofern. Oh, ich habe keinen Bock auf den Kram. Okay, so, Lamisash ist aufgestiegen, wunderbar. Einige Dinge sind geschehen, wie ich es befürchtet habe oder geahnt habe, ist natürlich die Kröte, ich nenne ihn gar nicht bei seinem Namen, schon mal weiter Richtung Norden gezogen und möchte sich uns hier entgegenstellen. Werden Wakaf mal nutzen. Und hier direkt vor Syldra Tor abstellen. Ich hoffe mal, dass es außerhalb der Sichtreichweite der ganzen Gegner hier ist und wir deswegen der Kröte in den Hinterhalt legen können. Ansonsten brauchen wir hier noch 2 Runden. Hauen mal ganz kurz unsere Necrotech nach oben. Ahaha! Interessant. Okay, wir können jetzt mit ihm unsere Einheitenlimits erhöhen für einige Krieger. Wir könnten eventuell Grabjäger, Nekropolenritter und Nekropolenritter mit Helebarde nehmen. Wir könnten weitere Gruftskorpione uns holen oder weitere Ushabti. Wir haben keine von diesen beiden Einheiten bisher zur Verfügung stehend. Ich weiß nicht, ob wir noch mehr Ushabti möchten. Ich glaube, es klingt gar nicht mal so schlecht. Ich meine, ich hole mir noch genügend Nekrotekten später. Tatsächlich, wie sieht's aus mit dem Wachstum hier? Gar nicht mehr so lange. Ich glaube, wir sparen mal auf... Oh, warte, wir haben genügend Geld für den Ausbau, theoretisch. Dann bauen wir doch mal eine königliche Kaserne für noch mehr Gruftwachen. Oder Tomb Guards. Und wie sieht's hier aus? Hier sinkt unsere Zufriedenheit wegen der erhöhten Korruption, die gerade noch sinkt, aber immer noch vorhanden ist. Wir haben hier den Hinterhalt gelegt, müssen noch 3 Runden warten auf Khatep und könnten natürlich hier Hargreif den Krieg erklären. Das Problem daran ist nur, dass die mit, dass die verbündet sind, richtig direkt verbündet sind, defensiv mit Negarond. Einzige Sache, die mir einfiele, wäre quasi, Klarkaront hier anzuhauen und zu sagen, Leute, ich helfe euch gegen die Typen. Ich würde auch gerne nach Norden marschieren, die Drakla-Spitze und die Rodkar-Spitze einnehmen. Das Problem ist nur, ich fürchte, das wird unser Live-Klingensohn hier schon demnächst machen. Dem schließen wir erstmal noch nicht die Angriffspakt, der natürlich nicht ewig halten wird, aber ich habe kein Interesse an dem Kram hier oben, die Bäreninsel. Voll geklautes Game of Thrones. Die Provinzen hier oben sind einfach viel zu unzugänglich und außerdem sind die rot und Also wenn, dann reiße ich die nieder und wenn ich die niederreiße, dann reiße ich alle gleichzeitig nieder. Ich hatte es einmal mit Negarond, habe ich gespielt. Da hält man sich am Anfang recht lange auf, um gegen diese Typen hier im Norden zu kämpfen. Dann habe ich eine Siedlung vernichtet, bin weggerannt und dann kamen sie 3 Armeen und haben die wieder besiedelt und mich platt gemacht. Also insofern alles gleichzeitig ein kompletter koordinierter Schlag. Ist das Einzige, was ich hier in Betracht ziehen würde. Wir warten aber sowieso noch mal eine Runde mit Lamisash, bevor wir weiter marschieren, überhaupt in Betracht ziehen. Und hoffen einfach mal, dass unser Hinterhalt nicht scheitert. Ah,
Genau das meinte ich. Wunderbar. Wir kriegen sogar noch Verstärkung aus der Garnison, auch wenn höchstens die nekarastischen Reiter dazukommen könnten. Insofern sehen wir uns gleich auf der Schlachtkarte wieder, wenn wir Kommandant Master Krüti einen Hinterhalt legen und hoffentlich richtig schön ihn, wie sagt man so schön, rasieren? Rasieren. Bis gleich. Bis gleich. Ja, hi, das ist nicht die Schlachtkarte. Nein, das ist eine Aufnahme, die ich nach dieser Schlacht mache. Denn das Problem ist, dass wir zwar diesen Hinterhalt schön geschlagen und auch gewonnen haben, wenn auch knapp. Allerdings gab es leider das kleine, klitzekleine Problem, dass die Wiederholung der Schlacht vollkommen korrumpiert ist. Die läuft in einem Frame, alle anderen Wiederholungen laufen flüssig und alles ist super. Das heißt, es liegt eindeutig an dem Speicherstand dieser Schlachtwiederholung und ich kann es nicht ändern. Und dementsprechend muss ich euch leider sagen, dass wir hier an dieser Stelle diese Schlachtwiederholung nicht sehen können, da ich sie euch nicht zeigen kann. Es tut mir leid. Es ist nicht viel passiert, außer dass ich ewig lang gekämpft habe. Ich habe die Streitwagen im Hintergrund platziert, um mit meiner Infanterie ihre Infanterie zu binden, um sie dann von hinten zu erledigen. Aber es hat ewig gedauert und Master Mundi hat genervt und es war schrecklich. Am Ende haben wir gewonnen, aber das war ein Pyrrhus-Sieg. In dem Hinterhaltsgefecht ein Pyrrhus-Sieg. Daran merkt man, Hinterhalte sind echt abgeschwächt worden seit den guten alten Total Rome 2 Zeiten. Aber hey, wir haben gewonnen. Master Mundi ist erst einmal besiegt und wir sehen uns gleich auf der Kampagnenkarte wieder. Bis gleich. Und tut mir nochmal leid, dass das so unspektakulär hier zu sehen ist. Ja, natürlich. Dieser blöde Bistzylladon hat natürlich doch noch überlebt am Ende. Was ein Scheiß ist das hier. Ja gut, das war nicht gerade die beste Sache, die man hätte machen können. Das war, um ganz ehrlich zu sagen, gelinde gesagt, ziemlich scheiße. Und das ist das Beste daran. Der nächste Fullstack wartet bereits um die Ecke. Und marschiert jetzt in unserem Besten ein. Na klar. Okay. Ja, dieser schöne Verrat der Echsenmenschen im Süden, gegen die ich einfach nicht ankomme. Ich habe keine Ahnung, wie ich gegen ihre Armeen kämpfen soll. Die sind mir überlegen, aber hallo. Hat uns gerade unter extremen Druck gesetzt. Wow. Okay, die Mungen holen sich die Dracula-Spitze. Ich wünschte, ich könnte das erledigen. Potequawet. Aber ich glaube, das endet nur in einer absoluten Zerstörung meiner Wenigkeit. Okay, komm schon. Bitte, bitte, bitte schließt Frieden mit mir. Scheiße, ey. Ich habe kein Interesse an deinem dummen Harem, aber du kannst es gerne selbst suchen, wenn du möchtest. Minus 9. Ah ja, okay. Ja, Lamisash. Du hast das kleine Problem, dass wir hier nicht wirklich weiterkommen. Ich habe das Problem. Soll ich versuchen, Potekerwet hier noch zu erledigen? Ich meine, hey, es würde uns eine gesegnete Kroxiguren-Einheit und eine Bastilladon-Einheit los vom Hals schaffen. Und diese Bastilladon-Einheit können sie hoffentlich nicht so leicht selbst neu rekrutieren, weil das ja eigentlich zusammen mit den Tempelwächtern, die zum Glück vernichtet wurden, Starteinheiten von Dingsi waren, von der Kröte. Ja, Sildrator kann ich eigentlich aufgeben, ne? Ich muss es probieren. Vielleicht klappt es, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Aber wenn es nicht klappt, haben wir ein sehr, sehr großes Problem und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll.
Hätte Masamuni einfach nicht erledigen sollen. Hätten sie jetzt nicht einen Slanpriester mit vollem HP, aber hey, ich dachte. Aber ich glaube, es war schon ganz gut, ansonsten hätten sie moralisch noch ewig durchgehalten. Ich muss diese Kroxiguro loswerden. Dass die so mit so großer Zahl entkommen konnten, ist ärgerlich. Ich meine, gut, dass ich sie vom Schlachtfeld scheuchen konnte. Ach, fuck. Ich bin das nicht mehr gewohnt, dass ich hier. Ah, wir sind so tot. Ich bin es nicht mehr gewohnt, dass ich ohne Winde der Magie starte, weil ich keine Magier in der Armee habe. Nee, ich hätte schon gerne auf der linken Flanke, keine Sorge. Was soll. Jetzt haut ihr in den Wald ab, euer Scheiß Ernst. Ah! Ich hätte nicht stehen bleiben sollen. Greift mich hier tatsächlich eine Skinkohorte an. Aber ihr kämpft mal nicht mit. Ihr fallt der Skinkohorte lieber an den Rücken. Kommen hier unsere Streitwagen zum Einsatz? Lauft weiter. Da kommt Kroxigora an. Stellt euch denen entgegen. Ich hoffe, ihr habt einen Ansturmbonus gegen große Einheiten. Ja, Ansturmabwehren gegen große Einheiten. Gegen große Feinde. Sehr gut. Aber natürlich wenden sich die Kroxigore von uns ab. Lassen wir sie. Ihr kümmert euch um die Typen. Na, was macht ihr denn hier? Lauft weiter! Ach, da kamen sie wieder an. Ja, natürlich. Ansturmabfang haben sie verhindert. Nein, warte, was macht ihr hier eigentlich? Nein! Ey, wie dieser Bastilladon, die ganze Zeit hinterher rennt. Ich werd nicht mehr. Ignoriert den Typen. Kämpft gegen. Ja, natürlich. Sie haben sich sofort gesammelt. Stürzt euch auf den Slan-Priester. Und du kürzt dich bitte auch auf den. Ja, da stellt er sich uns sogar. Perfekt. Dann ignoriert sie bitte mal. Geht stattdessen hier herum, fällt ihn in den Rücken. Alter, ist es euer Scheiß Ernst, dass ihr diese dummen Typen nicht kriegen könnt, weil sie euch die ganze Zeit vergiften oder was? So. Danke. Und der Bastilladon kommt wieder rein. Oh, ich hasse Echsenmenschen. Wisst ihr noch, als ich Spaß hatte, als ich mit denen gespielt habe? Niemals. Ich habe nie wieder Spaß mit irgendwas, was mit Echsenmenschen zu tun hat. Nervige Drecksviecher. Oh. Ich schäme mich für jede Runde, die ich mit euch gespielt habe. Also, ich rede hier gerade natürlich direkt mit den Echsenmenschen. Ja.
Macht mir die Einheit kaputt. Scheinbar hat die gar keine Chance gegen irgendwas. Während der Slan-Priester, irgendein Noble-Name, Slan-Priester hier alles wegrockt, was ich an Einheiten habe. Ihr verfolgt gefälligst. Ne, ihr folgt Foxy-Goro. Verfolgt die Foxy-Goro, so ist gut. Ah. Mach diesen blöden Bastilladon platt. Der hat nicht mal mehr. Der hat nicht mal mehr HP. Guck dir. Seht ihr, der hatte nicht mal mehr HP und hat noch 5 Jahre lang durchgehalten. Boah. Ich hasse die Echsenmenschen. Ganz ehrlich, ich hasse sie. Kennt ihr dieses Intro aus Rome 1? Wenn man mit den Julian anfängt? Ich hasse die Gallier. Genau das. Das habe ich jetzt mit den Echsenmenschen. Ich hasse die Echsenmenschen. Boah, ey. Da wenigstens sind die endlich weg. So. Endlich. Coxigore sind auch tot. Töte noch ein paar mehr von mir, damit der zweite Rang der Seelen kommt. Aber nein, zweites Reich der Seelenrang wird nicht getriggert. Hängt die ganze Zeit vom zweiten Rang fest, ohne getriggert zu werden, damit ich bloß keine Heilung bekomme. Danke, Spiel. Überaus großzügig von dir. So. Ja, Slam-Priester kann ruhig am Leben bleiben. Du sollst ihn nicht töten. Dankeschön. Sorry, dass ich gerade so angefressen bin, aber ganz ehrlich, so wie die Echsenmenschen mich hier gerade hin und her schmeißen, weil ich einfach keine Chance gegen ihre Truppen habe, habe ich doch bitte ein bisschen das Recht, angefressen zu sein. Oh. Dunkelelfen waren schön. Jetzt kommen die Echsenmenschen. Victory! Yes! Und die überleben auch noch. Natürlich überlebt die Armee. Your king demands. Ich bin... The desert gods bless me. Eine Kröte auf mir. Ich hab ihn am Leben gelassen, weil ich dachte, hey, die Armee ist sowieso tot. Aber nein. Offensichtlich ja nicht. So, holen wir noch ein paar mehr karassische Krieger. Dankeschön. Vier Runden bräuchte Wakaf jetzt, um seine Armee neu zu rekrutieren. Ich hoffe mal, dass wir rechtzeitig Runden irgendwie was erledigen können. Ja, Lamisash, du kannst jetzt leider nicht die Lade der verdammten Seen holen, so wie ich es gerne für dich gemacht hätte. Stattdessen löst du den bitte mal auf und holst dir noch einen Streitwagen. Und wir gehen mal die nächste Runde und hoffen einfach, dass alles irgendwie besser wird. Ja, nee. Das war so klar. Noch eine gesegnete Croxigorn-Einheit, Kampfechsenreiter und so weiter. Ich meine, die Armee sollte eher zu erledigen sein als die von Master Mundi, aber hey. Nervig as fuck. Ach komm. Keine Lust auf noch mehr Kämpfe gegen die Echsen. Jetzt haben sie die Schwefelinsel in sich geholt. Und sie werden nicht aufhören, glaubt mir. Sie werden nicht aufhören. Sie werden weitermachen. Sie haben noch 10 weitere Fullstacks da im Süden warten. Und jetzt kann ich keinen Frieden mit ihnen schließen. Die Schwefelinsel brauche ich. Unter Greff stürzt sich wahrscheinlich auch bald auf mich. So dass ich da eigentlich mir nicht es leisten kann, zu warten. Ich meine, unser Vorteil ist, dass ich jetzt, wie viele Runden noch voll entfernt bin, die nächste Armee zu rekrutieren? 10. K
Kein Vorteil, ein Nachteil. Okay. Wann ist unser Anführer wieder vorhanden? Khatep ist nächste Runde wieder verfügbar. Schießt du bitte mal weiter nach Süden. Du bist in 3 Runden mit deinen Armeen fertig. Auch wenn du in 2 Runden eigentlich, also nächste Runde ist die Armee schon einsatzbereit, so halbwegs. Dir viel Spaß. Schauen wir doch mal, wo wir unsere Siedlungen verbessern können. Hier ist nächste Runde was fertig, das ist schon mal schön. Hier könnte ich auch noch was bauen. Hier bauen wir Zufriedenheitsgebäude. Und ein Wachstumsgebäude. Und ich überlege halt gerade, ob ich ihnen den Krieg erkläre oder nicht. Ich meine, wie stark ist Targreff denn, bitteschön? Stärkerang 39, nichts im Vergleich zu uns mit 6 Siedlungen. Ach, kommt. Wenn es mein Untergang ist, dann soll es vollständig mein Untergang sein. Aus irgendeinem Grund kann Lamizash jetzt nicht mehr den gesamten Weg hier rüber gehen. Das heißt, wir müssen nächste Runde erst weiter marschieren. Wollen wir die mächtige Anrufung des Xar machen? Alle eure Regionen werden von Sandsturm heimgesucht, was für fremde Armeen Verschleiß verursacht. Immun gegen Sandsturmverschleiß. Erfolgschance zu hinterhalt 50%. Armeefähigkeit Sandschleicher. Mal sehen, was es bringt. Gigantische Sandstürme suchen jetzt unser gesamtes Reich heim. Khatep holt sich seine Armee wieder und marschiert in den Titanengipfel hinein. Und du? Erleide mal deinen Verschleiß hier weiter. 2 Runden noch, bis die Armee hier fertig ist. Marschierst mal weiter. Wir erobern zuerst die Eisspitze und marschieren dann weiter ins Keshtar-Gewölbe. Die Eisspitze ist hier die wichtigere Provinz. Das heißt, wenn wir da Probleme haben, die zu erobern... Ach, wer zieht sich denn da zurück? Und wer ist da wieder aufgetaucht? Ist das schon wieder Master Mundi? Ist er nächste Runde direkt wieder einsatzbereit? Ich meine, hey, wir können noch einen Handels... Ey! Was soll das, Klarkaron? Warum löst du Handelsabkommen auf? Warte mal, es liegt daran, dass sie ihre Grenzstadt verloren haben. Wahrscheinlich ans Clan Skyre? Ich weiß es nicht. Wir werden es gleich sehen. Nein, Hargreff hat hier die Giftlichtung erobert. Das heißt, Krieg erklären an Hargreff wäre, gegen Hargreff wäre jetzt total dumm. Weil sie direkt über uns eine neue Siedlung haben und wahrscheinlich auch eine Armee damit. Na, danke auch. Man kann sich wieder zurückziehen. Ich hungere euch mal aus. Ansonsten, es sei denn, ihr greift mich natürlich an. Nein, Tanvendri heißt du und du hast einen wilden Bastilladon dabei. Okay, und du möchtest unbedingt in mein Gebiet einmarschieren. 2 Runden. 1 Runde bräuchte ich noch für die neokarassischen Krieger, aber wahrscheinlich würdest du mich jetzt direkt angreifen. Ich weiß es halt nicht, ne? Wenn der Sederator angreift, lege ich ihn im Hinterhalt. Wenn er es nicht angreift, dann warten wir auf unsere Rekrutierung hier. Nein. Nicht während ihr noch ein Gebiet von mir haltet. Ich bin ein Trottel, ich hätte ihn in den Hinterhalt legen sollen. Ich hätte mit Khatep in den Hinterhalt legen sollen, es wäre so gut geworden, aber nein, ich belagere ihre Siedlung. Und werde wahrscheinlich untergehen. Das ist sehr wahrscheinlich. Gut, Leute, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wir sehen uns nächste Folge wieder, wenn das hier passiert. Die Schwefelinseln müssen zurückerobert werden, ansonsten haben wir ein Problem. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut und
Ich hasse die Echsenmenschen. Bis dann. Tüdelü.